und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Reset mit dem Pierre. Hallo. Ja, und um es auch mal schon mal anzukündigen, das haben wir uns gerade so ein bisschen überlegt, weil es wird die nächste Zeit jetzt wahrscheinlich ziemlich langweilig für euch, wenn wir immer irgendwie Leute hier, das ist dunkel, dann jagen wir ein bisschen, dann wird es wieder hell und dann chillen wir den Rest der Folge. Deswegen werden wir, da wir jetzt die letzte Folge gerade nochmal am Aufnehmen wieder, also haben jetzt zwei aufgefangen, nehmen jetzt noch die dritte auf, werde ich bis zum nächsten Mal suchen, ob es irgendwie ein Bucket-Plugin gibt, was, wenn man schlafen geht und es hell ist, es dann dunkel werden lässt. Also das einfach damit eingebaut quasi, dass es nicht so langweilig ist, weil das ist ja nichts außer, dass es Zeit kosten will. Es ist ja nicht mal irgendwie cheaten, das ist nicht ein Vorteil oder irgendwas, es ist einfach nur ein Zeitvorteil, ansonsten nichts. Und wir suchen noch die ganze Zeit Endermänner, aber haben leider irgendwie... Ja, wieder kein Glück hier. Quasi... Ich habe mein Inventar auch ein bisschen umgeräumt. Ich habe hier die ganzen Stärketränke, habe 10 Stück jetzt dabei und habe hier Fackeln. Nein. Hier habe ich Schwert, ich habe Schwert auf der 1, Bogen auf der 2. Wie Schaden Skelette machen mit dem? Läuft bei dir. Ich habe Schwert auf der 1, Bogen auf der 2, Fackeln auf der 3 und dann auf der 4 habe ich Erde halt eben. 5 habe ich Wassereimer und ganz hinten auf dem letzten, auf dem 9. habe ich die Äpfel, weil ich das mit Mausrad direkt da drauf hotkeyen kann, weil ich das durch Bad Boss schon so eingestellt habe. Heißt, wenn wir gebumst werden von irgendwas, kann ich relativ schnell auf einen Apfel wechseln. Und den fressen. Läuft, what? Ich habe nicht mal was gemacht, ich habe nicht mal einen umgebracht. Ich bin durch irgendwas, was eine Kuh droppen lassen hat, durchgelaufen. Läuft bei dem, er hat nämlich ganz schön in die Luft... Guck mal, ein Creeper hat mich, wie ich damals gestorben bin, in die Luft gewirbelt und ich bin runtergefallen. Und es kostet mich einfach ein Herz oder so. Oder zwei, durch die übertriebene Rüstung. Aber ich muss trotzdem jetzt noch meine Rüstung aufpassen, weil kaputt gehen wäre jetzt nicht so awesome. Dito. Boah, Endermänner, ohne Spaß, wo sind diese Nutten? Ja, hier läuft jede Menge andere Kacke rum, aber keine Endermans, ja. Da läuft bei dir, was muckst du auf, Junge? Boah, ich laufe auch mal ein bisschen sinnlos in irgendeine andere Richtung. Hier muss da irgendwo mal was sein. Ach komm, Mann. Das kann doch nicht wahr sein gerade. Es ist wieder nichts. Drei Endermänner! Alter, wo bist du? Drei. Ich mach dir einen nach dem anderen platt. Bist du bei unserem Haus? Nein, ein bisschen weiter weg. In was für eine Richtung? Fuck! Läuft bei dir. Der tut natürlich nichts. Nichts mit einem Plünderungsschwert. Ja. Der hat einen droppen lassen. Oh, hier wurde noch einer. Ich sehe nicht, wo du bist. Egal. Ich bleib hier und mach ein bisschen Standard-Scheiße kaputt. Da hinten ist der. Zwei Schläge. Oh, getroffen. Nee! Was denn? Regen? Ja. Jetzt teleportieren die sich weg. Oh, Blitzschlagen hier ein. Läuft bei denen, ne? Am besten jetzt doch gleich und in unser wieder Haus. Wieder eine Nacht vergessen. Ach stimmt, die Wichser teleportieren sich weg, weil die Angst vor Wasser haben, ne? Ja. Alter, wie es hier gerade einschlägt. Wer fängt jetzt an, unser Haus einzuschlagen, ey? Kein Bock, dass das abfackelt. Der steht direkt vor mir. Genau in der Sekunde regnet's und vorbei. Oh, warte, mein Dings ist auch geil. Mit Schutz, mit zweier Stärke, mein Bogen. Hab gerade mit zwei Schüssen ein Skelett. Ich würde ja so am liebsten Tag einen Downfall eingeben, ey. Geht aber leider nicht, könntest du gerne versuchen. Er tut schon die ganze Zeit hin und her zu teleportieren. Ja, weil er die ganze Zeit Schaden bekommt. Ich habe ihn ja auch gehört, gerade bei mir vor der Haustür. Ach ja. Mann, ey. Wie viel hast du jetzt gesammelt? Noch eine. Eine. Noch, ne? Okay, das ist echt Pech, nenne ich das. Dass du nur eine hast. Aus zwei Stück eine ist ja schon richtig scheiße. Das ist ja richtig mies. Gut, es ist auch nur Plünderung 1. Ich kann auch schlafen gehen, Alex. Ganz ehrlich, im Regen. Ja, dann wird es aber weiter regnen, glaube ich, oder? Weißt du, wenn wir schlafen, ich glaube, da hält's wieder auf. Werden wir ja sehen, ey. Lass uns wenigstens nicht unser Haus abfackelt. Oh.
Läuft bei dir. Ich chill schon im Bett und es wird immer dunkler. Yay. Ja, Monster in der Nähe. Ah, gut, dann hast du es schon mal erledigt. Nee. Mal gucken, ob ich jetzt noch schlafen kann. Ja, ich kann immer schlafen, aber du nicht anscheinend. Ja, doch, jetzt geht's auch. In deinem Bett geht's auch. Jetzt hab ich gerade in dein Bett gelegt, da ging's auch. Da ist ein Creeper vor der Tür. Ja. Alter. Komm mal. Also, geht. Ich habe mich gerade sowohl in dein Bett als auch jetzt wieder in mein Bett gelegt. Hihi. Ja, aber Regen ist echt scheiße, wenn es Nacht ist und dann kommen die Wichser nicht. So, wie gesagt, wegen dem Nachtproblem werden wir eh so ein Plugin, wenn ich mal suchen, wird bestimmt eins geben. Ansonsten mache ich einfach einen Command-Block irgendwo hin. Da hinten ist eine Bitch, Alter, ich fiste die. Ich hab Heilung, ich hab links meinen Planung 3 wegen links. Heilungstrank! Ja, vielleicht hätte ich einen Zeichen gekriegt, wenn du mich gelassen hättest. Ist doch egal, Mann, ich muss auch mal was schlachten. Ah. Ja, die hat Closestone-Staub und so Bullshit wieder fallen lassen. Läuft bei der. Mein Müll gerade wieder in die Kisten interne. Ja, aber es ist jetzt wirklich scheiße gewesen dadurch. Es ist wieder hell und wir konnten nicht viel erreichen. Pam, 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 pam. Pam. So, mal gucken, ob ich hier nochmal irgendwie was machen kann. Ob wenn mal was anderes kommt außer Schusssicher. Warum kommt hier immer Schusssicher 1 und 2? Man, wollen die mich verarschen? Tu mal immer Schusssicher 1 auf dem Buch verzaubern, ne? Schutz. Ja, ich habe ein Schutz 1 Buch bekommen. Ja, schön für dich. Was für ein Schutz? Ah, scheiße, bei Schutz 1 und Schutz 2 Brust kommt auch nur Schutz 2 raus. Man braucht ja 2 Schutz 2 Bücher. Schärfe, euer Ernst. Ich will keine. Obwohl, Schärfe? Ja, aber das kostet jetzt zu viel und macht zu wenig Sinn. Haltbarkeit, so, Wasserläufer. Ich will nur machen gar nichts. Nice. Natürlich. So. Haltbarkeit. Also hier kommt echt noch Krotze gerade. Ja gut, jetzt habe ich auch kaum Level mehr. Egal. So. Pam. Tück, 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 tück. Hast du hier irgendwas noch sinnvoll? Effizienz, Verbrennung, Stärke, Schärfe, Stärke. Nee. Nur Müll. Schusssicher, Haltbarkeit, Schutz war von mir. Schutz 1. Aber gut, Schutz 1 bringt mir nichts. Brauche ich noch einen Schutz 1 Buch, um das zu kombinieren und um das dann zusammen mit meinem Schutz 2 Buch zu kombinieren, um dann Schutz 3 zu bekommen. Läuft bei dir. ...57 Pfeile. Ich habe 1 Stack und 44. Läuft bei dir. Juckt uns nicht, juckt uns nicht. Was, das ist noch ein Heilungstrank oben drin? Ja. Hast du den da reingemacht, oder was? Ja. Ich habe meinen immer dabei. Ich hab ja noch einen dabei. Achso, läuft bei dir. Tja. Das ist richtig effektiv jetzt, Alter. Mal logisch überlegen, was wir brauchen wirklich gar nichts mehr, so überhaupt nichts mehr. Wir haben jeder einen halben Stack Obsidian dann. Oder einer. Am besten einer. Wir machen es dann wieder so, dass wir, das zum Beispiel, das machen wir es wieder genauso wie das letzte Mal, dass ich dann den kompletten Stack Obsidian nehme und anfange zuzubauen und du versuchst die Dinger zu hitten, also den Wichser, wenn er angeflogen kommt. Mhm. Gut, müssen wir erstmal schauen, wie wir spawnen. Wir könnten auch diesmal vielleicht eleganter spawnen. Aber schlimmer spawnen geht ja nicht mehr als das letzte Mal. Von daher kann es ja gar nicht so schlimm werden. Und dann. Hiervon haben wir auch alles, da brauchen wir auch nichts. Ich mach schon mal gerade aus den 3 Dingern die Perlen. Schon mal die Augen. So, hab ich nicht so etwas zu tun, was jetzt genau eine Sekunde dauert. Und fertig. So. Haben wir 3 Enderaugen. Sehr gut. Ah. Ja. 3 Enderaugen passt. Läuft bei dir,
Aber sonst auch so planmäßig brauchen wir wirklich gar nicht. Hier, die zwei Köpfe haben wir selbst. Nein, so, wir brauchen. Guck mal, selbst so ein Rotz haben wir. Guck mal, selbst die Kürbisköpfe und so ein Scheiß haben wir schon. Es ist einfach 10 Enderwichse rein und fertig ist die Kacke. 10 Dinger, die mit das. Ich stelle schon mal gerade so ein bisschen zusammen, was wir brauchen. 3, das brauchen wir, das brauchen wir, das brauchen wir. Rest haben wir ja alles eh dabei. Schneebälle waren eh Bullshit. Es wird fallen deutlich einfacher. Haben wir ja rausgefunden das letzte Mal. Genau, wir müssen das Essen mit. Gut, habe ich jetzt 39, reicht auch mehr oder weniger. Nochmal. 32. Erde. Haben wir schon mal, weil. Na gut, das kann ich noch hier lassen. Nö, da gibt's wirklich nicht mehr so viel. Na gut, dann würde ich mal sagen, beenden wir einfach an der Stelle die Folge. Wir haben ja nichts mehr Sinnvolles zu machen. Ging zwar jetzt nur 11 Minuten, aber gut. Nächstes Mal, wie gesagt, werden wir dann mal so Plugin oder was auch immer in irgendeiner Art und Weise, dass wir die Nacht überspringen können, ansonsten macht es ja nicht wirklich Sinn. Aufgehört zu regnen, hat es überspringen, nicht die Nacht, Alex. Denk mal wirklich nach, bevor du redest. Ist doch scheißegal. die Nacht überspringen, genau. Nein! Nein, die den Tag überspringen. Ja, ist ja gut, Mann. Chill, mein Bruder. Das verwirrt mich immer noch. Egal. Auf jeden Fall, dass wir immer schön die Nacht durchfahren können. So. Andersrum formuliert, schon funktioniert's. Okay. Na gut, das werde ich auf jeden Fall mal raussuchen, ob es da irgendwas gibt. Und ja, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.